Spoiler-Talk. Heute mal aus einem etwas anderen Winkel habe ich mir mal gedacht, dass wir das mal so machen, dass ich einfach nur mal jetzt hier schnell über Elysium rede. Falls euch interessiert, was auf meinem Schreibtisch liegt, das sind Kinokarten. Ja, ich heb die immer auf. Das hinten ist Schweizer Schokolade und das ist Kaffee. Das ist ein Handy. Das ist ein Krug mit Wasser drin. Und das ist ein Blatt mit Text drauf. Also wie gesagt, Spoiler steht im Titel. Das hier ist jetzt das Spoiler-Video. Der Film ist ja an sich recht unplausibel. Wir haben diese Wolkenstadt oder Himmelsstadt namens Elysium, wo die Reichen abhängen. Und wir haben das globale, das Ganzwelt-Ghetto. Jetzt haben wir so eine Sache, was der Film versucht reinzuballern, ist natürlich die Message, die Reichen sind im Himmel. Und die Armen sind im Dreck. So ist das halt. Ich habe schon gesagt, Elysium hat kein Verteidigungsnetzwerk. Dieser Typ Kruger, der muss mit einem Raketenwerfer die Schiffe abschießen. Das ist Schwachsinn. Und die auf Elysium landen, die werden dann wieder zur Deportation zurück auf die Erde geschickt. Bekommen also keine Heilung. Die Informationen, die Matt Damon von seinem Chef extrahiert aus dessen Kopf, weil das funktioniert einfach so, der hat so ein kleines Spick. Und Matt Damon hat ja diese Maschine hinten in seinem Kopf drin, die natürlich irgendwie an Matrix erinnert, an den Pfropfen, der hinten drin steckt. Aber jetzt ist es halt ein Bildschirm, der eigentlich keinen Sinn ergibt, weil den Bildschirm kann er nicht anschauen. Jedenfalls extrahiert er von seinem ehemaligen Chef in der Firma, extrahiert er die Datei, die Jodie Foster haben will, denn diese Datei kann Elysium rebooten. Wie das funktioniert, ist vollkommen bedeutungslos. Das ist meines Erachtens die Todessternfrage. Ironischerweise geht es auch um eine kleine Sache, die eine Raumstation lahmlegen kann. Aber Todessternfrage heißt, wenn der Film es nicht genauer erklärt, stellt keine Fragen, wie es funktioniert, solange es cool ist und die Story fördert. Jetzt hat Matt Damon diese Information in seinem Kopf und ist jetzt auf einmal der Most Wanted Citizen. Dann kommt er irgendwie noch mit seinem Love Interest, wir nennen sie einfach mal Love Interest, den echten Namen habe ich eh schon wieder vergessen. Und die hat ein Kind, das hat Leukämie und dann sagt eben das Kind, oh mein Gott, du bist verletzt. Habt ihr es verstanden? Die an Leukämie erkrankte Tochter ist besorgt wegen Matt Damon. Jetzt fangt an zu weinen. Was ist? Habt ihr kein Herz? Did you get the message? Jedenfalls bekommt Matt Damon aufgrund seiner körperlichen Schwäche durch die Radiation, die er ausgesetzt war, bekommt er dieses Exoskelett. Und das ist sowas von hochgehypt und man sieht im Trailer und es ist auf dem Poster drauf, aber mit dem Ding macht er nichts. Also das ist halt dann hier so an den Armen und halt so ein hinten. Also es verstärkt im Endeffekt sein normales Skelett. Und das macht ihn super strong. Aber er nützt es nicht. Er prügelt sich am Schluss mit diesem Kruger und ansonsten verbiegt er einmal eine Autotür. Aber ansonsten macht er mit diesem Skelett nichts. Ich glaube, das dient einfach nur dazu, dass er halt noch weiter rumlaufen kann, weil ansonsten würde er einfach draufgehen, denke ich mal. Diese Maschinen, diese Deus Ex Machina Maschine, die im Endeffekt alles regenerieren kann, da gibt's einen Punkt, da habe ich mir gedacht, jetzt ist Fahnenstange. Film, we need a timeout. Und zwar, Matt Damon will für kurze Zeit mit Kruger kooperieren, weil nur er ihn nach Elysium bringen kann. Und er hat gemeint, I have the information in my head. Zieht den Pin einer Granate. Und wie wir alle wissen, wenn der Pin gezogen ist, ist Mr. Granate nicht mehr dein Freund. If you do anything stupid, I blow myself up. Dann sagt Kruger, ja klar, kein Problem, dann komm an Bord. An Bord ist natürlich auch sein Love Interest und das Mädel mit Leukämie. Ich saß so im Kino und habe mir in dem Augenblick gedacht, weil dann ist so die Aufnahme, wie das Raumschiff so wegfliegt, wo sie drin sind. Und dann habe ich mir gedacht, der hat doch noch die Granate in der Hand. Ungelogen, der nächste Schnitt ist innen drin und man sieht einfach, wie er die Granate immer noch so in der Hand hält. Weil er die irgendwie beherrschen will und ich weiß nicht, man sollte nicht den Fahrer eines Fahrzeugs in Gefahr bringen, wenn es fährt. Vor allem nicht, wenn dein Love Interest und das todkranke Mädchen an Bord ist. Aber whatever. Dann fängt er eine Schlägerei an mit der Granate in der Hand und schlägt auch ab und zu mal mit der Granate in der Hand. Und dann fliegt die Granate aus seiner Hand auf den Boden und rollt dann noch so ein bisschen rum. Warum explodiert das Scheißteil nicht?
Und dann in dem einen Augenblick, wo er die Granate wieder zu fassen bekommt, drückt er sich irgendwie so weg und dann ist Kruger da und er bekommt die Granate sozusagen ins Gesicht und er macht es... Ist im Endeffekt die ganze Gesichtspartie und die Stirnpartie ist weg von Kruger. Und dann habe ich mir gedacht, yeah. Habe mir gedacht, okay, jetzt ist er tot, dann stürzen sie auf Elysium und dann die zwei Handlanger von Kruger, die finden ihn dann und sagen dann, oh, he's totally fucked up, ey. Und dann bringen sie ihn in so eine Röhre und dann wird sein Gesicht wieder komplett rekonstruiert. Alles. Alles. Diese Scheißmaschine kann auch seinen Schnurrbart rekonstruieren. Da habe ich mir gedacht, was war... Und dann später... Wenn nämlich Kruger dann durchdreht und Jodie Foster kommt auf ihn zu und meint, was machen Sie, Sie sind unfähig und bla bla bla, dann nimmt er eine Scherbe, sticht ihr den Hals auf und Jodie Foster liegt dann am Boden und stirbt. Die kann keinen mehr retten, weil ihr nicht der Kopf weggesprengt wurde zur Hälfte, weil das kann man anscheinend reparieren, allerdings nicht Blutungen. Also Kruger war mindestens für mehrere Minuten war er tot. Wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Denn wenn einem das Hirn fehlt, also wenn einem das Gesicht fehlt, dann ist man tot. Und Jodie Foster, die hatte hier eine Kerbe und dann ist halt Blut ausgelaufen. Ja, mein Gott. Dann ist sie halt am Blutverlust gestorben. Aber diese Maschine müsste das eigentlich auch... Wisst ihr was? Ihr versteht's. Jetzt geht's noch weiter. Das ist was, was mich so tierisch aufregt in modernen Filmen. Weil die glauben, dass die Zuschauer dumm sind. Ah, das ist so blöd. Ich nenne es gerne explizit erläuternde Technik. Das sind dann Computerprogramme, die einzig und allein dafür da sind, um dem Zuschauer zu zeigen, was gerade passiert. Wie zum Beispiel eine Karte, wo dann so zwei Punkte, dass man checkt, wo die einzelnen Personen sind. Das macht man oft einfach nur als Story-Element. In diesem Film gibt es ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, zum Beispiel Jodie Foster stirbt. Liegt sie so da und meint dann, nein, nein, nein. Und in dem Augenblick, wenn sie stirbt, dann taucht dann hier so eine Message auf. Danke fürs Erklären, Film. Und jetzt kommen wir noch zu dem ganzen Plot, der vom Anfang an des Films reinkommt. Wenn diese Frau, diese ältere spanische Frau, mexikanische Frau, dass sie dem jungen Matt Damon erklärt, dass er für etwas Größeres gemacht ist, dass das Schicksal ihn auserkoren hat und bla bla bla, wir kennen diesen Bullshit. Und in dem Augenblick, wo sie das gesagt hat, da habe ich gewusst, du bist so tot. Ja, und stellt sich heraus, dass Matt Damon am Schluss stirbt. Warum? Er hat die Information in seinem Kopf. Und aus einem komischen Handlungsplot, den dieser eine Gewerkschaftsfuzzi, von dem er die Informationen extrahiert, da hat er es irgendwie so gemacht, dass wenn man die Informationen extrahiert, dann stirbt man. Also da gibt es irgendwann mal so eine Anzeigetafel, da steht dann, in case of blablabla, steht dann Paralysis und Lethal. Und er klickt dann auf Lethal. Ich habe das nicht so ganz gecheckt, aber dann sagt irgendwie sein hispanischer Kumpel, der sagt dann zu Matt Damon, wenn wir das so runterladen, dann weißt du ganz genau, was passiert, oder? Ja, ich weiß es. Und ich werde sterben. Dann ruft er noch seine Freundin an, die mit dem kleinen Kind inzwischen bei so einer Deus Ex Machina Röhre ist. Und die wird dann geheilt. Und dann sagt er, oh, ich kann mein Versprechen jetzt leider nicht halten. Es tut mir so leid. Und legt da auf, drückt drauf und dann rebootet Elysium. Und auf einmal können alle Menschen geheilt werden, weil davor ging das nur mit so einem Clubstempel. Nennen wir es Clubstempel. Oder so ähnlich wie in Auschwitz, dass die gebrandmarkt wurden. Aber jetzt halt nicht im negativen Sinne, sondern das ist jetzt im positiven Sinne gemeint. Nur wenn man dieses Branding hat, kann diese Maschine das lesen und dann können sie dich heilen. Ja genau, und jetzt starten auf einmal 20 Shuttles von Elysium runter auf die Erde und die sind jeweils gefüllt mit, glaube ich, 10, 20, 30 von diesen Röhren, von diesen Wunderheilmaschinen. Und dann habe ich mir gedacht, ihr habt so viele von diesen Scheißteilen, warum gebt ihr nicht der Menschheit ein paar? Weil die Arschlöcher sind. Die sagen einfach, oh, fuck these people. Stehen sie dann, stehen sie alle da und dann kann jeder geheilt werden und alles ist super schön und Matt Damon ist tot. Weil das kann man anscheinend nicht mehr heilen, genauso wenig wie das, was Jodie Foster getötet hat. Aber Kruger kann überleben, nachdem sein Gesicht weggeschossen wurde. Dann habe ich mir eine Frage gestellt.
Zum einen mal, was machen sie beim Verteidigungsnetzwerk? Also der eine Typ mit seinem Raketenwerfer, was macht's, wenn da mehr Schiffe kommen? Oder wenn die aus zwei verschiedenen Richtungen losfliegen? Oder wenn jetzt Elysium nicht in einer stationären Umlaufbahn ist und jetzt gerade über Timbuktu schwebt oder Düsseldorf, dann kann es Kruger in L.A., der in L.A. situiert ist, der kann es nicht abschießen dann, die Dinge, die da hinfliegen. Und dann habe ich mir gedacht, zwei Dinge erschließen sich mir nicht. Haben die Reichen einfach gesagt, hey, wir bauen jetzt so eine Wolkenstadt, die nennen wir Elysium, und da darf nur die High Society rein, und ihr müsst alle draufgehen auf der Erde. Sorry, ganz normaler Darwinismus. Habe ich mir gedacht, wieso stürmen nicht diese 8 Milliarden Menschen den Prozess, der zu Elysium führt letztendlich? Wieso machen die das nicht davor, dass sie irgendwie sagen, ja, wir werden nicht bla bla bla, wir werden nicht locker lassen, es ist unser Leben, es ist meine Welt. Warum machen die es nicht? Um uns nochmal zu erklären, dass die Unterschicht machtlos ist und die Oberschicht, die kann im Endeffekt machen, was sie will. Und die letzte Frage, die sich mir gestellt hat, beziehungsweise die zweite Frage von den beiden, haben wir einfach auf der Erde gesagt, okay, wenn ihr jetzt da oben wohnt, dann machen wir das plausibelste ever und fucken einfach den Planeten noch ein bisschen mehr ab, machen da so ein riesiges Ghetto draus, wir arbeiten gar nicht mehr an uns, also das, was wir jetzt heutzutage hier sehen bei uns. Nee, die haben sich einfach gesagt, ach, ganz Weltghetto ist doch endgeil, das machen wir jetzt, das ist... Wir brauchen ja keine Natur oder so, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Nutten und wir brauchen ganz schön viel Sand und Dreck. So, das waren so meine Gedanken zu Elysium, jetzt ein bisschen ausgeweiteter. Lasst mich eure Gedanken wissen, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut ihn euch an, wenn ihr wollt. Alles klar, ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Spoiler-Video von mir gesehen.